Ja, dann sage ich hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio, besser gesagt im Kickers TV in Jügesheim. Maingau Energiestadion testet der OFC den ersten FC Kaiserslautern. Oder umgekehrt könnte man auch sagen, wäre vielleicht sogar ein bisschen realistischer, die Lauterer testen einmal den OFC, denn die Lauterer, die dürften und müssten eigentlich deutlich weiter sein in ihrer Trainingsplanung, denn da geht es jetzt schon so richtig los und sie haben alle Möglichkeiten, dort wieder hinzukommen, wo sie auch hingehören, ins Fußball-Oberhaus. Das wünschen wir Ihnen. An dieser Stelle sagen wir auch hallo und herzlich willkommen all den Lauderer Fans, die bei uns jetzt hier mit dabei sind und selbstverständlich natürlich alle Kickers-Buben und Kickers-Mädels. Und einen, den will ich auch begrüßen, der sitzt hier neben mir vom FCK, der Pressesprecher Rossi. Hallo. Servus, hallo oder Gude. Haben wir schon gelernt bei euch. Richtig, das hat er gelernt bei uns. Jetzt nochmal Philipp Hofmann. OFC hinten ein bisschen unsicher Modica gerade. Modica sein Schaff. Was macht denn Modica? Was macht denn Modica da? 1:0. Also ganz schlimm, was Modica da hinten veranstaltet hat. Da ist er gestolpert und er torkelte da förmlich rum. Und das war ein echtes Geschenk. Also 1:0 für den FCK. Er kommt und er trifft Simon Zoller. So haben wir uns das vorgestellt. Erstes Spiel. Erstes Tor. Ich würde eher sagen, das Tor gehört Modica, aber gut, okay, wir gönnen es euch. Gebe ich zu, war jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schwer, war ein kleines Geschenk von euch, aber man muss es auch erstmal ausnutzen. Natürlich, Geschenke muss man annehmen, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Richtig, wir feiern gern. Aber jetzt wollen wir schauen, Capo, das ist die falsche Seite, aber Lattentreffer, das sah gut aus. Kurz wieder Löwe. Wieder Jensen versucht zu flanken, die Offenbacher schaffen es aber jetzt nochmal Löwe, jetzt kommt die Flanke, er spielt nach hinten auf Alex Ring, der versucht sich durchzusetzen, tankt sich durch, spielt in die Mitte auf Simon Zoller. Da war eigentlich alles richtig bis auf den Abschluss von Zoller, ne? Also blitzsauber gemacht bis dahin. Es war ein richtig schöner Spielzug, Alex Ring sehr stark sich dann durchgesetzt, eine gute Idee gehabt, auch der Pass war eigentlich gut, Simon die Direktabnahme knapp neben das Tor gesetzt. Den macht er natürlich, wenn es um was geht, auch noch rein. Also Offenbach hat sich hier als ein sehr guter Gegner präsentiert. Da war wirklich, mussten wir. Jetzt aber Gausi macht das 2:0. Nein, er macht es nicht, sondern Sebastian Jakob hat es gemacht. Okay. Erst Marcel Gauss, der am Torwart schon vorbei war. Aber du hast es ja eben richtig gesagt. Es geht 2:2 aus. Sebastian Jakob. Das waren ja deine Worte. Mit dem zweiten Tor. Was für mich bedeutet, ich bin mal kurz raus und muss mal wieder hier Social Media machen. Alles klar, mach du mal Social Media. Dann, Schauen wir. Also 2:0 jetzt für den FCK. So. Ja, jetzt glaube dann auch ich nicht mehr an den 2:2. Denn jetzt müssten wir schon 3 machen. Also. Das hat er gut gelöst. Gleich das andere jetzt wieder. Ja, sehr schön gemacht von Sebastian Jakob, der am Torwart vorbeigeht. Und dann, der Winkel war gar nicht so einfach.